So, und weiter geht's. Herrlich, wenn man angerufen wird, so vier, fünf Mal von einer und derselben Nummer und man denkt, muss ja wichtig sein. Und dann geht man ran und dann ist es so blödes, beschissenes Gewinnspiel. Von wegen, ja, Sie haben 50.000 Euro gewonnen und hast du nicht gesehen. Ja, so sollen Sie die auch überweisen. Aber nein, man muss dafür erst irgendwelche Abos abschließen. Ja, es ist doch immer wieder dasselbe. So, wollen wir mal aufständische Gefangene haben wir hier noch. Ja. Einmal alle kurz demotivieren. Dann herrlich, dass du wieder so an die Front gelaufen kommst. Bam. Was mache ich mit dir? Du machst unreine Berührung. Erstmal schön über Runden hinweg zersetzen. Perfekt. So. Wir machen die Magier den meisten Schaden momentan. Bam. Die müssen geschwächt werden, definitiv. Definitiv. Ich glaube, das deckt gar nicht, ne? So unreine Berührung. War totaler Blödsinn, dass ich das jetzt wieder gemacht habe, aber gut. Sodele, was mache ich mit dir? Entweder da 11 Stück vernichten oder 11 bis 13 oder 10 bis 12. Was mache ich da? Der Fernkämpfer hat keine Aufladung zum Fernkampf. Das heißt, wir. Ach, das war gar nicht. Scheiße! War gar nicht der Fernkämpfer, egal. Machen wir das so. Dann machen wir das so. Einer weniger. Diese Zersetzung, die macht mich fertig, ne? So, du wirst mit deinem Helden weiter geschwächt. Du kommst daran, das ist schön. Es war dumm, dahin zu laufen, weil ich von dem dann gleich hinterrücks einkriegen könnte. Aber der wird geschwächt. Und dann macht er auch nicht mehr so viel Schaden. Okay, nicht hinterrücks. Na denn? Flankenangriff. Du frontal. Und du machst den Toto. Jawoll. Ja, unser Ghoul macht nicht mehr viel Schaden, weil er halt nicht mehr viele Soldaten in seiner Armee hat. Aber da können wir mit leben. Wir haben ja noch ein paar. So, was haben wir denn hier? Hasenfelder, Maske und Verwüstlich. Magie ist auf jeden Fall besser. Verteidigung ist besser. Dazu würde es Glück geben anstatt Geisteskraft.
Hasenfelder Maske. Könnten wir dann auch mal anziehen? Wo ist es? Da. Würde mich echt interessieren, ob ich die verkaufen kann. Ja, jetzt müssen wir erstmal einmal zurück in die Stadt uns auffüllen, definitiv. Definitiv. So, auf dem Weg zur Stadt. Können auch eine Quest abgeben. Ja, machen wir das gleich mal. Gibt bestimmt wieder Gold. Oh ne, 30 Holz. Wow. Das können wir auch gut gebrauchen. Was haben wir hier? 48 Holz. Krass. Was? Ach so, wir sollen Artefakt abgeben. Ja. Gut. Stufe 6. Und es gibt Verteidigung und Geisteskraft. Maximale Mana ist mehr geworden. Sehr schön. Und noch eine Meistereinheit. Und einen neuen Fähigkeitenpunkt. Wollen wir mal gucken. Wir haben bis jetzt Häuptlingsorder. Das war, dass jemand zweimal angreifen konnte. Also zwei Bewegungspunkte hatte. Dann haben wir Spott haben wir nicht gemacht. Schwäche haben wir auch nicht gemacht. Was haben wir denn gemacht? Ach, hier unten war das. Lebenskraft, Kreaturenschaden. Kreaturenschaden minus 30%. Steigert den Schaden bei der Gegenwehr. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Steigert die Zugweite eurer gesamten Armee. Zugweite plus 1. Schadensminderung 50%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nehmen wir. So, dann in die Stadt. Einmal bitte 30 Ghule anwerben, 30 Skelette anwerben. Kriegen wir die Ghule natürlich nicht voll, ne? Doch kriegen wir. Ach nee, 75 war Maximum. Oder nehmen wir zwei Speerkämpfer. Speerkämpfer. Nee, wir lassen das so. Okay. Öffnet den Shop. Kann man Helden Artefakte im Shop verkaufen? Nein. Kann nur Sachen kaufen. Okay. Das heißt, wir können jetzt eventuell noch ein, zwei Kämpfe machen. Naja, ein Kampf eigentlich eher. Dann sind unsere Ghule nämlich im Popo. Und wenn die Ghule im Popo sind, geht gar nichts mehr. Nur mit Fernkämpfern bringt das auch nichts. Das ist wahrscheinlich nicht das Feuer. Egal. Dann. Komm her. Gibt's hier Leute, die teilnehmen würden? So wie es
es aussieht, möchte Asaki nicht am Teil, am Kampf teilnehmen. Nun, da ihr einen Zauber gelernt habt, könnt ihr ihn aus einem Zauberbuch. Ja, hä? Ach so, ja, aber die sind doch auch alle hier unten drin. Doch, du schwächst den. Verteidigung. Du gehst dahin zum Verteidigen. Ah, die Zersetzung wird mich wieder zerreißen. Da wird der auf jeden Fall vernichtet. Jetzt muss ich zusehen, dass ich an die verlorene Seele da unten irgendwie rankomme. Das so schnell wie möglich, damit ich nicht so viele Einheiten verliere, denn wir haben ja nicht mehr so viele. So, du kommst dahin. Und ran da. So, unser Held geht jetzt auch darauf. Pool Nummer 1 dahin. Pool Nummer 2 macht bitte einmal von da Schaden und unser Speerwerfer, also unsere Skelette. Sehr schön. So, und jetzt müsste der Held den wieder zerstören. Perfekt. So. Uiuiuiuiuiui. Definitiv schlechter. Wir haben hier Holz. Und Holz. Das ist nicht das Signalfeuer. Okay. Da unten würde Holz und Gold liegen. Kohle haben wir denn noch? Komm, den Kampf können wir noch machen. Den können wir noch machen. Vielleicht haben wir Glück und es nimmt irgendwer am Kampf teil. Ja. Sehr schön, sehr schön. Oh. Gut, Gott. Den werde ich auch schwächen, so wie er es auch gemacht hat. Gibt es nicht so viel Verfallsschaden? Das ist ja doch eine Menge, was man so über die Runden hinweg verliert, also am Ende des Spielzugs. Ich dachte, der greift an. Okay. So, er hat immer noch die Möglichkeit. Er hat sich nur bewegt bis jetzt. Doch, wir greifen aber an. Definitiv. Jetzt mal ein paar runterhauen.
So. Gut, das ist halt der Nachteil, wenn man mit mehreren, ui, mit mehreren spielt, dass man halt ein bisschen warten muss, aber mein Gott. So ist das halt bei rundenbasierten Spielen. Guck mal, hinterrücks. Bam. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Verlieren sollten wir den Kampf nicht, so wie es aussieht. So, dann nicht eher Spott. Das war gar nicht so verkehrt, weil seine Einheiten jetzt nichts mehr machen können. Das war gar nicht so verkehrt. So. Flankenangriff. Es waren zwar seine Einheiten, der wird sich jetzt bestimmt ärgern, dass ich seine Einheiten ein bisschen geopfert habe. Aber naja, er stand gerade perfekt dazwischen. Schön ist, die beiden konnten sich nicht bewegen. Das Doofe ist, wir können es nicht nochmal machen. Aussieht, hat er da unten Spaß mit den beiden. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 dürfte eigentlich auch gleich fallen. Dann bleibt ja nur noch der da oben. So, wenn er denn auch noch trifft, jetzt so richtig schön, dann müsste der Speerwerfer den eigentlich platt kriegen. Der hat
hat auch nicht mehr viele Lebenspunkte. Sehr schön. So. Ja, Sieg. Wunderbar, wunderbar. Und die Quest fertig. Das hat sich ja doch gelohnt, hier zu greifen. Was haben wir denn hier? Ja. Glück plus 100% eine Stunde lang. Okay. So, dann gibt es Gold. Holz. Ich möchte gerne mal kurz mit dem Kerkerwächter reden. Ich frage mich, wie all die hochrangigen Todespriester ohne eine fliegende Barke von der Insel kommen sind. Ah, das kennen wir ja schon. So. Da ist nichts weiter gewesen. Dann haben wir hier unten auch alles sauber. Das Leuchtfeuer ist bestimmt den Kerker hoch, oder was das da oben ist. Geht da mal kurz hin. Hier, Turmtreppe. Da müssen wir rein, um das Leuchtfeuer zu entzünden. Das ist bestimmt über mehrere Etagen, kann ich mir gut vorstellen. So, erstmal Quest abgeben. Gibt 798 Gold. Wow. Krass. Das hat sich gelohnt. Apotheker. Was macht denn ein Apotheker? Niemand etwas zu kaufen, bis er den Befehl dafür kriegt. Gut, das heißt, wir müssen die Quest erstmal weitermachen. Rathaus. Gold einsammeln. Garnison ist leer. Die können wir anwerben. Die können wir anwerben. Und wie wir sehen, haben wir jetzt nicht genug Gule. 190 Holz. Es reicht nicht. Was bringt mir das? Wenn ich das verbessere. Die Krypta. Dieses Gebäude, bla bla. Gesteigerte Unterbringungskapazität 300, also 100 mehr. Und plus 33% schnellere Kreatureneinberufung. Also geht auf 4 Minuten runter. Würde ich eigentlich machen. Das Holz will ich aber erstmal sparen, damit ich das Rathaus ausbauen kann, damit ich das da kriege. Was auch immer das sein soll. So, da wir jetzt aber, wie wir sehen, nicht genug Einheiten haben, um eventuell die Turmtreppe über mehrere Etagen zu laufen. Also wir können nicht über mehrere Etagen laufen, weil wir einfach nicht genug Soldaten haben. Eine Einheit werden wir auf jeden Fall verlieren. Nur mit Bogenschützen möchte ich da, oder mit Skeletten möchte ich da auch nicht rein. Ja, das ist halt der Nachteil in einem Browser-Game. Das heißt, wir müssen nun warten, bis ein bisschen Zeit abgelaufen ist, damit wir neue Kreaturen rekrutieren können. Ja, wie gesagt, das ist der Nachteil an einem Browser-Game. Aber gut, es läuft ja auch im Hintergrund, also man muss nicht unbedingt eingeloggt sein, damit das weiter produziert wird. Das heißt, wir werden jetzt wieder mal einen Aufnahmestopp machen. Aber was heißt Aufnahmestopp? Eine Aufnahmepause. Ja. Wir werden dann eventuell heute Abend nochmal eine Runde streamen oder morgen, je nachdem. Und es bleibt uns ja wirklich nichts anderes übrig, als nun abzuwarten. Also dann, erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.